Jetzt sind wir bei den Bayern und hatten bei uns in der Lage der Liga bei Bild TV zu Gast Jan-Christian Dresen, den Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern. Und der hat sich einmal geäußert jetzt zu den Abläufen rund um den Test und dann die Absage bei Jerome Boateng. Jerome ist ein Spieler, den wir über viele Jahre kennengelernt haben. Er ist mit uns zweimal Champions-League-Sieger geworden, neunmal Meister, fünfmal Pokal, hat die Weltmeisterschaft gewonnen, ist die Generation Wembley, also jemand, den wir in- und auswendig kennen. Und natürlich haben wir auch gesehen, dass bei Lyon es nicht so richtig geklappt hat. Und deswegen haben wir ihn eingeladen, um seine Fitness zu testen und den aktuellen Zustand, seinen körperlichen Zustand einmal auch zu sehen und auch zum Mittrainieren eingeladen. Also aus einer sportlichen Perspektive haben wir das gemacht. Wir haben dann mit ihm da auch ganz offen drüber gesprochen, haben uns dann letzten Endes auch dann, nachdem er ein, zwei Trainings mitgemacht hat, auch bei den Profis Ende der Woche anders entschieden. Und natürlich nicht nur aus einer sportlichen Perspektive. Es ist ja nicht so, dass wir da ignorant oder auch ich ignorant durchs Leben streiten. Natürlich haben wir das Ganze drumherum auch mitbekommen und natürlich gehört es auch mit in eine Entscheidungsfindung hinein. Und im Gesamtkontext haben wir uns dann entschieden, gemeinsam mit Jerome, dass wir von einer Verpflichtung absehen. Herr Reif, klingt das dann zusammenfassend für Sie so, sportlich hat er durchaus den Anforderungen genügt, aber die Kritik daran, ihn jetzt zu holen, wo eine Anklage anhängig ist, hat dann doch überwogen, auch aus Bayerns Sicht? Denn ich habe bisher niemanden gefunden, der bei Bayern gesagt hat, wir haben festgestellt, er ist doch nicht fit. Ja, und dann hätte man ja immer noch sehen müssen, wie integriert er sich dann in den Kader und alles. Also sportlich bleibe ich dabei, gibt's auch, kann man auch die Stirn runzeln, aber das hätte ich geschluckt. Das alles aber klingt so wie, aber sag mal, das wusstet ihr doch vorher, das war doch ein totgeborenes Kind oder was immer es ist, von A bis Z, ihr wusstet doch oder nicht, oder war das, ist das völlig sensationell, was da an Reaktionen kam von außen, aber jetzt auch wie am gestern in der Allianz Arena zu sehen, aus der eigenen Fanbase. Das ist mir alles so rätselhaft. Also ja, wenn man eine so, und das war doch klar von Anfang an, eine so, sagen wir mal, spannende Personalie anfasst, mit allem, was dazugehört. Und auch die Abläufe, also das Oberlandesgericht hat das Urteil kassiert, er ist nicht freigesprochen, er ist aber auch nicht, im Moment, er ist nicht verurteilt, sondern das wird neu verhandelt. Aber das Thema ist doch da, ich kann doch nicht so tun, als die sportliche, da haben sie ja versucht anfangs, Tuchel auch. Mich interessiert nur die sportliche Seite. Das kannst du ja machen, wenn dich das nur interessiert. Nur das wirst du nicht gewinnen, weil von außen werden Menschen sagen, aber die anderen Facetten gibt es doch genauso. Und dass das dann am Ende nicht funktioniert hat, das glaube ich, hätte man sich an zwei Fingern abzählen können. Und deswegen alle Erklärungsversuche so im Nachhinein. Ich bleib dabei, das war nicht Bayern-like, das war nicht vorausschauend gedacht, vom Ende her gedacht. Was wollen wir? Wie lässt es sich machen? Lässt es sich machen oder gibt es zu viel Widerstand? Wahrscheinlich ja. Pass auf, die Idee war ganz hübsch, sportlich, aber das können wir nicht gewinnen. So hätte ich es mir vorgestellt. Also Dresen zur Absage an Boateng. Und natürlich haben wir ihn auch in der Lage der Liga dazu befragt, was denn eine mögliche Verpflichtung eines Sportvorstandes Max Eberl betrifft und inwieweit er da eingebunden wurde oder wird. Der Vorstandsvorsitzende wird in solch eine Thematik üblicherweise auch mit involviert eingebunden. Und so etwas ist bis dato nicht passiert. Insofern kann ich da mehr gar nicht zu sagen. Und ich würde es da auch ganz gerne halten, indem ich sinngemäß den Uli Hoeneß zitiere, der ja vor ein paar Tagen erst etwas dazu gesagt hat, dass zunächst einmal die Entlassung von Max Eberl Sache von Leipzig ist und der FC Bayern damit nichts zu tun hat. Alles andere Spekulation und das werden wir dann sehen. Also Dresen sagt, er ist bislang nicht eingebunden worden in solche Überlegungen. Heißt das, es gibt sie noch nicht beim Aufsichtsrat oder Sie haben mit Dresen noch nicht drüber gesprochen? Herr Brückelmann, wollen Sie mich gerade vorführen? Also das haben Sie doch, das wird die Antwort auf diese, das möchte ich so nicht hören, ehrlich gesagt. Können wir ein anderes Thema machen? Das kann doch Dresden nicht ernsthaft meinen. Also Eberl geht doch nicht bei Leipzig und sorgt dafür mit,
durch viele Dinge oder einige Dinge, dass er dort gehen kann, um ins Nichts zu wandern, durch den Sonnenuntergang. Sondern natürlich ist das Thema Bayern und er wird in den nächsten Wochen, ich glaube noch in diesem Kalenderjahr, bei Bayern unterschreiben. Das wird er doch nicht machen, weil er da plötzlich reinschneit und sagt, mein Name ist Eberl, ihr kennt mich nicht, aber ich bin ein ganz toller Junge, ihr gebt mir doch sicher einen Vertrag. Und dann erst kommt der Vorstandsvorsitzende und sagt, oh, das wusste ich aber. Hör auf, das ist Trockenschwimmen, Spiegelfechterei. Das Thema ist längst durch. Dresden kann aber jetzt sich nicht hinsetzen und sagen, natürlich haben wir ihm da gesagt, los, jetzt guck, dass du, und dann machen wir einen Vertrag und dann bist du bei uns der Sportdirektor und wirst das Gesicht des FC Bayern und der Nachfolger und dann können Uli Hoeneß und Karl Rummenig endlich den wohlverdienten Ruhestand, das wüsste ich, aber zumindest einen Schritt zurückgehen. Mir ist das zu hoch. Also das alles, ich verstehe, dass er, also mir hätte gereicht, wenn er sagt, jetzt warten Sie doch mal ab, was da passiert. Aber ich bin nicht eingebunden, ich wusste gar nicht, der wird also überrascht werden davon, dass irgendjemand sagt, du, wir holen doch den, der Eberl kommt doch zu uns. Ha. Nein, Sie haben gerade schon mal die Südkurve angesprochen, Herr Reif, die ja zum einen ein größeres Plakat zum Prozess Boateng hatte. Um nochmal klarzustellen, dass eben hier eine Anklage wegen Körperverletzung bei seiner Ex-Freundin vorliegt. Und dann gab es aber auch noch dieses Plakat, mit dem sich Gruppierungen in der Südkurve offenbar nicht nur, ich vermute es, gegen Boateng, sondern auch gegen Max Eberl wenden. Dort ist zu lesen, kein Platz für Charakterschweine im Verein, weder auf dem Feld noch im Vorstand. Was sagen Sie erstmal zu dieser Form der Meinungsäußerung? Geht mir über das erträgliche Maß hinaus. Das ist mir zu, wie sagte Tuchel, zu plakativ und auch an der beleidigend. Also das kann man kann seine Bedenken äußern, das muss aber sich nicht in Charakterschweine äußern. Ich verstehe aber, dass die Münchner Ultras da Gedankengänge nachvollziehen, die ja schon laut geworden waren, gar nicht aus ihrer Ecke, sondern insgesamt kurz nach dem Abschied oder direkt nach dem Abschied von Eberl in Leipzig. Kein Commitment, das waren ja klare Worte. Leipzig hat ja gesagt, der ist mit einem Fuß ständig irgendwo anders. Lassen Sie uns raten, wo? Da, wo Herr Dresden überrascht wird, dass er dann doch bei ihm den Fuß in der Tür schon hatte. Und deswegen, ja, da kann man auch, man darf sich das fragen. Ist das heutzutage so? Du unterschreibst einen Vertrag, aber das haben wir lange diskutiert, Eberl in Leipzig. Du unterschreibst einen Vertrag und nach 9 Monaten sorgst du auch durch ein ständiges Offenlassen der Dinge, um es sehr vorsichtig auszudrücken, sorgst du dafür, dass dein Vertragspartner sagt, sag mal, das hast du gar nicht so ernst gemeint. Oder? Wird das zum Problem für die Bayern, wenn die Nein. Fans sich jetzt schon so positionieren? Oder? Ach, die Fans werden sich auch schon wieder beruhigen, denke ich mal, danach. Es ist auch nochmal, das muss man ein bisschen unterscheiden. Also das, was bei jetzt wird es wieder gefährlich, weil es ist keine Vorverurteilung. Aber das, was bei Boateng in Rede steht, ist immer noch was anderes als das, was Eberl betrifft. Ja, das eine ist wirklich eine juristische Geschichte und zwar schlimm, was da im Raume steht, aber keine. Er ist angeklagt wegen Körperverletzung. So, und zwar, und 2 Gerichtsurteile waren schon in der Richtung. Und jetzt wird es, glaube ich, letztinstanzlich geregelt. Und bei Eberl ist es halt, ja, der ging weg von Gladbach oder zu Gladbacher Zeiten war für ihn so Leipzig ein rotes Tuch. Und danach war es nach der seine gesundheitlichen Wiederherstellung war das einer von 3 Clubs, für die er gerne arbeiten würde. Das sind alles Dinge, die, wenn du die so hörst, das führt bei mir nicht zu Charakterschwein, aber das führt bei mir zu, bist du ganz sicher, dass du irgendwo einem Kompass folgst. Und wenn du dann in Leipzig unterschreibst, dann stimmt irgendwie das Timing nicht. Dann werden Salihamidžić und Kahn in München entlassen und dann ist plötzlich da ein Vakuum und weiß ich nicht. Aber ich kann keinem erwachsenen Menschen Verhaltenstipps geben. Das ist mir, da bin ich überfordert. Ich selbst weiß ich nicht. Ich selbst hoffe, dass ich die Kraft gehabt hätte, in der Situation zu sagen, schöne Idee,
wieder zurück nach Hause, wieder München. Meine Lebensgefährtin wohnt hier. Bayern ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Club. Da kann man vielleicht ein bisschen sogar was machen. Hat sogar ein bisschen was auf der Naht, wenn man was machen möchte. Aber wrong place, wrong time. Schade. Passt das Timing nicht. Klopft mal wieder an, wenn es passt. Aber im Moment habe ich einen Vertrag, der ist so und so. Und den erfülle ich mit voller Wucht und Macht und nach Kräften. Dieses scheint er nicht gemacht zu haben, sonst wäre er heute noch bei Leipzig. Ich danke Ihnen. Und noch ein Gedanke zu den Ultras, die ja hier mit moralischen Anforderungen kommen, aber selbst dann so ein Wort wie Charakterschweine verwenden. Ja, und sie sind auch, also ich will jetzt nicht mit den Ultras abbrechen, der Bayern. Das ist schon eine ambivalente Szene, die Schickeria. Die haben Prozesse wegen Körperverletzungen auch im Übrigen verloren. Und zwar rechtsgültig. Ja? So, deswegen bitte nicht ganz so vom Olymp runter. Auf der anderen Seite, der Club trägt bewusst und hat sich eine Agenda, und wird jetzt bei der nächsten Hauptversammlung wird das nochmal in Blei gegossen, glaube ich. Also so eine Agenda, so Werte und so. Ja, das sind alles so Dinge, wo ich sage, heute im modernen Profifußball, das ist ambitioniert, dass du dann auch noch die reine Lehre und das alles nur das Gute im Menschen und dann Ablösesummen von knapp unter 100 Millionen, bis mit Uli nicht verderben wollte. Aber so in diese Richtung. Und dafür gibt es gleich Dinge. Übrigens noch die Gelegenheit, falls Sie möchten. Okay. All diese Dinge so in diesem Profifußball. Ich habe das hier letzte Woche gesagt. Für mich so die Vorbildfunktion, an der Stelle bin ich raus. Das kann dieser Fußball, wie er sich entwickelt, halt da oben in der Spitze nicht mehr leisten. Die Ultras haben es gerne, die reine Lehre, möchten aber auch, dass deutscher Meister nur der FCB und Stern des Südens. Und alle, die sollen dann immer noch Titel gewonnen werden, dann ist so viel Geld mit drin und da musst du so viel investieren und manchmal musst du auch ein Auge zudrücken oder auch nicht. Aber dann musst du sagen, das machen wir nicht mit. Das war gar nicht so lange her, vor Kane, dass die Uli Hoeneß und dieser Club gesagt hat, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit. Der Wahnsinn ist mittlerweile, wir freuen uns, dass Kane das Spiel Tore schießt, und das Hinterfragen ist dann, ebbt ab. Uli Hoeneß haben wir noch mal an dieser Stelle, Herr Reif. Uli Hoeneß war zu Gast bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks und hat sich da erneut geäußert zu Oliver Kahn, der ja als Vorstandsvorsitzender im Sommer gehen musste. Zitat Hoeneß: Die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler. Und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, dann habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge beschlossen und das geändert. Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt, ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Dann habe ich darauf geantwortet, 12 Stunden sollten es aber schon sein. Warum kann Hoeneß von diesem Thema Kahn nicht lassen? Er hat vor einiger Zeit schon mal klare Worte gefunden. Ist das so ein bisschen die Selbstgeißelung, weil er es selber nicht hat kommen sehen? Muss es sein, denn das war ja seine Entscheidung. Also in erster Linie seine. Kalle war auch noch dabei und was weiß ich. Werden. Aber das nur so, danke, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Mist, jetzt habe ich ihm gleich die Tür aufgemacht. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber das wirklich, das hat nur was mit wirklich Flagellanten, mit Selbstgeißelung zu tun. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Denn ich meine, das Thema ist doch durch. Und da hat man nicht so das Gefühl, dass man sagt, ey, lass doch mal gut sein, ist doch erledigt. Nochmal nachtreten. Ja, auch der Oliver Kahn, der wacht jetzt heute Morgen auf, liest das wieder alles, denkt, es ist doch jetzt mal, alles ich hab erledigt. Ich habe wenig dazu gesagt und auch nicht rumrandaliert. Ich habe selber auch gesagt, ich würde heute manches anders machen. Also, aber da bin ich schon wieder bei Noten verteilen für Verhalten und Benehmen. Aber wenn es Selbstgeißelung, ja. Ich komme nicht drüber weg, was ich da für einen Fehler gemacht habe. Dann kaufe ich es. Und was denkt Herbert Heiner als Aufsichtsratsvorsitzender, wenn Hoeneß sagt, ich habe den Fehler erkannt und habe das mit Karl-Heinz Rummenigge gemeinsam korrigiert? Ja, der denkt auch, wir sind doch gerade Dritter, können wir nicht gucken, dass wir Erster werden? Einfach nur mal alles. Ist das nicht ein bisschen viel, was aus München so kommt an Geräuschen? Die Leverkusener spielen einen super Fußball, machen sich einen Spaß. Und da hörst du nichts und siehst du nur das, was die da kicken. Und hier hörst du das und dann Thema Boateng. Und dann aber Thema darüber, lieber Herr Reif, wollen wir uns doch nicht beschweren. Nein, was sonst hätten wir ja nichts sollten zu wir bei Reif ist live während einer Länderspielzeit machen, wenn nicht diese wunderbaren Vorlagen kommen würden. Ich bin mir sicher, auch am Freitag werden wir da ein Bayern-Thema finden.